Was geht und willkommen zurück zu einem neuen Fortnite-Video von mir, Leute. In diesem Video zeige ich euch mal, wo ihr ein Fortbyte finden könnt, und zwar die Nummer 13. Ja, Fortbyte Nummer 13 an einem Ort zu finden, der irgendwo auf dem Ladebildschirm 2 verraten wird, und das zeige ich euch in diesem Video. Ladebildschirm 2 wurde noch gar nicht released, wurde aber in den Gamefights schon geleakt, und ich kann euch jetzt schon mal zeigen, wo sich dieses Fortbyte befindet. Lasst jetzt schon mal ein Like, dann natürlich auch ein Abo da lassen, um in der Zukunft nichts mehr zu verpassen rund um Fortnite. Gerne auch mein Creator-Code im Gegenstandshop eingeben. Meta-8 ist auch komplett kostenlos. Dann würde ich sagen, sehen wir uns kurz nach der Unterbrechung. Viel Spaß! Für die Nummer 13 der Fortbytes müsst ihr ganz einfach hier unterhalb von Paradise Palms landen. Sehr, sehr einfach. Dieses Fortbyte wird euch tatsächlich noch gar nicht angezeigt. Ihr könnt es aber trotzdem schon mal einsammeln. Ihr fliegt hier in diese Richtung und müsst dann ungefähr hier hinter dieses Häuschen dahin. Ja, es ist in der Nähe von Jerusalem, und ja, dieser Ort heißt wirklich Jerusalem. Ihr müsst hier hinter diesen Dinosauriern landen, und dort ist dieser Punkt, der auf dem Ladebildschirm Nummer 2 angezeigt wird. Ja, ihr seht schon diese kleine Mülltonne oder diese Toilette, dieses Dixie-Klo, und da müssen wir tatsächlich auch hin. Ja, dieses Dixie-Klo beinhaltet nämlich unser Fortbyte, und so seht ihr es hier, an einem Ort zu finden, der irgendwo auf Ladebildschirm 2 verraten wird, und das Ganze können wir sogar einnehmen. Zack, habt ihr das Fortbyte schon gefunden, und das war's auch schon. Ja, super, super easy zu finden, Leute. Gönnt euch das, ist richtig einfach und wurde tatsächlich schon in den Gamefights geleakt. Ja, deswegen konnten wir uns das jetzt gönnen. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wenn ja, dann lasst doch gerne mal ein Like, dann natürlich auch ein Abo da lassen, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen rund um Fortnite. Das Ganze wird eigentlich erst ab Donnerstag freigeschaltet, weil die Herausforderungen da kommen und wir da unser Ladebildschirm freischalten können. Aber ich hoffe einfach, ich konnte euch so helfen, und das hat euch gefallen. Wenn ja, dann teilt es doch gerne mal mit euren Freunden. Ich versuche so aktiv wie möglich zu sein und immer euch auf dem neuesten Stand zu halten, und deswegen gönnt einfach mal. Mehr als 50% meiner Zuschauer sind keine Abonnenten. Macht mir diese einfach mal voll und lasst ein Abo da. Ist komplett kostenlos für euch, und wenn ihr das Ganze gemacht habt, dann natürlich nochmal meinen Creator-Code eingeben, Meta-8, und dann seid ihr auf jeden Fall eine absolute Ehrenmann-Bande. Wir sehen uns in dem nächsten Video. Ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.